Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Herzlich willkommen beim Payment and Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Gast, den ich schon ziemlich lange eigentlich kenne. Fällt mir so auf, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben zwar noch nie wirklich so richtig zusammengearbeitet, trotzdem sind uns unsere Wege, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und bin sehr froh, dass wir heute mal zusammen im Podcast sind. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, oder Paul? Nee, definitiv noch nicht. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, das sind gut 10 Jahre und du warst ja tatsächlich einer der allerersten Fintech-Heads, die ich überhaupt kennengelernt habe in Hamburg, noch zu FIGO-Zeiten, als ich noch auf der Uni war, im Beta-Haus. Also das ist wirklich eine ganze Weile her. Also so lange muss man dich kennen, bis man dann irgendwann auch mal in einen Podcast eingeladen wird. Nee, manchmal geht's auch schneller. Und das ist ja auch nicht so, als wenn wir das nicht schon mal irgendwann auch schon mal im Kopf gehabt hätten, dass du auch in den Podcast kommst. Aber ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, 9 Jahre. FIGO Beta-Haus war, glaube ich, 2014 und jetzt haben wir 2023. In der Tat knappe 9 Jahre her. Also wer ist bei mir? Paul Becker von Recap. Und wir kennen uns aber nicht aus deiner Recap-Zeit, sondern damals habt ihr noch was anderes gemacht. Und vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du jetzt machst. Und vielleicht holst du auch ganz kurz aus, wenn wir jetzt schon den Bogen 9 Jahre zurück nach Hamburg geschlagen haben, weil das ist ja letztendlich auch so dein Startpunkt eigentlich gewesen in der ganzen Fintech-Welt, ne? Ja, absolut, absolut, genau. Also mittlerweile arbeite ich an Recap, aber vielleicht mal die Story von Anfang an aufgerollt. Genau, als wir uns kennengelernt haben, das war damals tatsächlich so die ersten Schritte, die ich in die Fintech-Szene reingesetzt habe. Damals noch Wirtschaftsinformatik studiert und der einzige Kontakt zu Finanzen war der studentische Investmentclub, in den meine damaligen beiden Kommilitonen Arne und Jonas drin waren und Finanzthemen und Investments in unseren Freundeskreis herangetragen haben. So haben wir dann tatsächlich auch damals angefangen, uns mit Fintech zu beschäftigen. Das Projekt, an dem wir damals gearbeitet haben, als wir uns kennengelernt haben, das hieß Owl Hub. Das war so ein studentisches Projekt, wo wir dann versucht haben, eine Micro-Investing-Lösung zu bauen. Und gegen Ende des Studiums ist daraus dann tatsächlich unsere erste richtige Gründung geworden. Und das ist Liquid. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere in der deutschen Fintech-Szene, auch ein Robo-Advisor oder digitaler Vermögensverwalter. Das haben wir Ende 2014, Anfang 2015 dann auch gegründet, mit 2 weiteren Mitgründern zusammen, haben das 3 Jahre gut gemacht bis Anfang 2018 und sind dann auch als Team, also Arne, Jonas und ich, dort operativ rausgegangen, haben dann eine Weile lang ein paar Angel-Investments gemacht, ein paar Beratungsprojekte und daraus ist dann schlussendlich auch Recap entstanden. Aber da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf gehen, wie genau der Übergang dazu stande gekommen ist. Aber wie das bei den meisten Gründungsgeschichten ist, gibt es dann so die Annahme, man ist mit dieser Idee vor vielen Jahren irgendwie mal aufgewacht, aber die Realität ist dann meistens doch eher der eine Zufall jagt den nächsten und auf einmal sitzt man dann in so einer Neugründung drin und so war das bei mir auf jeden Fall auch in den letzten Jahren. Aber wirklich interessant, dass du in deinen jungen Jahren und du hast ja gerade beschrieben, 2014 war es noch die Uni, jetzt sind es auch schon 9 Jahre wieder her, aber trotzdem schon 3-mal gegründet hast, ne? Und Overlap war, ich glaube, habt ihr eigentlich damals eine UG oder eine GmbH gehabt oder war das wirklich nur als Projekt? Das war eine UG tatsächlich und das weiß ich auch noch, als Arne, Jonas und ich damals über Shares in der WG-Küche von Jonas verhandelt haben, das sind auf jeden Fall die ersten witzigen... Ist die Verhandlung dann nicht leicht, wenn man sagt, 3 Leute durch 3 sind 33? Grundsätzlich ist das so, aber natürlich hat man sich damals auch noch ein bisschen ernster genommen, als das jetzt mittlerweile so ist. Von daher, dass es dann am Ende gedrittelt wurde, war so, aber trotzdem haben wir da erstmal hin und her diskutiert. Genau, das war damals eine UG,
Und ja, es ist schon schräg, wenn man drauf zurückblickt. Ich habe mich ehrlicherweise mal gefragt, was ich eigentlich mache, wenn ich nicht mehr gründe, weil ich muss es ja auch mal umdrehen. Ich habe ja nie nach Abschluss in einem Unternehmen gearbeitet, was ich nicht selbst gegründet habe. Und ich frage mich dann manchmal schon, ob ich überhaupt dazu in der Lage bin, in einem anderen Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht kriege ich es irgendwann nochmal raus, aber ja, tatsächlich war das so, vor allen Dingen, weil wir in dem Dreiergespann halt unterwegs waren. Ich kann dir das mal, wenn wir nicht im Podcast sind, kann ich dir mal die Erfahrungen nennen, wenn es so ist, plötzlich in einem großen Unternehmen zu sein, was man nicht selber beeinflusst hat, aber das machen wir nicht im Podcast. Ich wollte gerade sagen, da will ich jetzt gerne ein paar Fragen zu stellen, aber ich lasse das mal. Aber ja, so ist die eine Gründung zur nächsten gekommen, genau. Dann sag doch mal, was macht Recap heute? Ich glaube, der eine oder andere wird schon mal gehört haben, aber trotzdem in 3, 4 Sätzen von dir, was ist Recap und warum habt ihr das gemacht? Also nachdem ihr am Anfang ja zweimal eigentlich das Investment-Thema auf der Uhr hattet, sowohl mit OLAP als auch mit Liquid, ist es ja jetzt etwas anderes geworden. Genau, also in wenigen Sätzen, was Recap macht, ist, wir geben Finanzierung an Unternehmen raus. Und zwar sind das in unserem Fall ganz konkret SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen, Startups, typischerweise frühphasig, die vielleicht so eine Serie A eingesammelt haben, wenn sie denn Venture Capital finanziert sind. Und die bekommen über unsere Plattform Zugang zu Fremdkapital. Und zwar in einem relativ einfachen Prozess. Nicht wie man das sonst bei einer Bank vielleicht kennt. Das heißt, es läuft alles komplett online ab. Abgesehen von der Finanzierung bekommen sie zudem noch auf Basis der Daten, die sie mit uns teilen, eine Reihe an Einblicken, Kennzahlen, Benchmarks, Forecasts, Vergleiche mit ihren, mit ähnlichen Unternehmen. Und das bekommen die alles aus einer Hand. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich wieder so eine schräge Geschichte gewesen. Nachdem wir bei Liquid operativ raus sind, ein paar Beratungsprojekte unter anderem gemacht und eben auch für Private Equity Fonds in Due Diligence Projekten haben wir damit reingeschaut. Und das war so ein Auslöser für uns, dass wir uns gefragt haben, ob man Unternehmensbewertung, Unternehmensanalyse, ob man in dem Bereich nicht Software bauen könnte, die solche Projekte unterstützt. Haben uns dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, welche Daten eigentlich für solche Analysen notwendig sind und ob man die im Zweifelsfall aus irgendwelchen Systemen über Schnittstellen abgreifen kann. Haben dann festgestellt, dass das in der Tat so ist und Stichwort Cloud Enterprise Software, das auch ein Trend ist, wo man halt ganz klar sieht, dass immer mehr Unternehmen diesen Zug halt aufspringen. Und dann war für uns relativ schnell klar, okay, man könnte da was für den Bereich Due Diligence machen, aber dann ist auch so ein bisschen der Groschen gefallen, dass wir dachten, wenn das jetzt wirklich so ist, dass alle Unternehmensdaten in den nächsten Jahren irgendwo im Cloud-System liegen und über Schnittstellen abgegriffen werden können, dann wird das Scoring, Rating, Kreditvergabe, alles eigentlich auf den Kopf stellen. Und das war dann der Moment, wo wir dachten, hey, das ist wirklich ein super spannendes Feld, da wollen wir was machen. Und dann war eigentlich die Kernfrage, womit legen wir jetzt los? Ist so ein Due Diligence Tool das Richtige? Und dann haben wir weiter recherchiert und sind dann am Ende auf das Thema gekommen, dass eine Finanzierungslösung mit obendrauf zu bauen eigentlich ein sehr spannendes Angebot wäre. Und um es vielleicht so ein bisschen abzurunden, warum wir dann jetzt am Ende bei so einem kurzlaufenden Fremdkapitalprodukt speziell für Softwareunternehmen rausgekommen sind. Es hat eigentlich drei Gründe gehabt. Das erste war, Softwareunternehmen haben klassischerweise keine oder wenig Sicherheiten, die ein traditioneller Kreditgeber gerne sehen möchte. Die Assets sind gering, ne? Korrekt, richtig. Zumindest die Assets, die man halt auf einer Bilanz sehen kann. Wir, da kann ich später auch noch was zu erzählen, sind natürlich der Meinung, dass diese Unternehmen durchaus Assets haben, aber halt eben andere Assets. Keine klassischen. Genau, keine klassischen. Das ist der eine große Grund. Das heißt, die sind einfach schlecht versorgt mit Fremdkapital. Der zweite Grund ist, dadurch, dass es selber Technologieunternehmen sind, haben die natürlich eine hohe Affinität dahingehend, eine gute Dateninfrastruktur zu haben, was für uns nun mal essentiell war, zu sagen, wir brauchen Unternehmen, wo wir die Daten über Schnittstellen abgreifen können, damit wir eben auch diese neue Art von Underwriting durchführen können. Dazu kann ich gleich auch nochmal was erzählen. Und der dritte Punkt, warum es dann ein kurzlaufendes Kreditprodukt geworden ist, ist eigentlich aus Risikogründen, weil es verhältnismäßig noch einfach zu managen ist. Und das war eigentlich so die rationale Herleitung. Und dann sind wir mit diesem Produkt einfach losgelaufen und haben gesagt, das macht erstmal Sinn, ist ein gutes Geschäftsmodell. Und jetzt mittlerweile sind wir seit einigen Monaten auf dem Markt und gehen unseren Weg weiter nach vorne, bauen neue Produkte obendrauf und so weiter. Ganz viele Fragen, die ich danach habe. Wenn du davon sprichst, dass es eigentlich
Early-Stage-SaaS-Modelle sind und du von kurzlaufenden Produkten sprichst, kurzlaufenden Krediten sprichst und die Zielgruppe gerade schon ganz gut beschrieben hast, also Early-Stage-Startups. Bekommt ihr genug neue Kunden, ist die eine Frage. Und wachsen die aus euch hinaus? Also sind die irgendwann in einer Phase, wo ihr nicht mehr relevant für die seid? Ja, also was die Größe dieses Marktes angeht, das ist in der Tat natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Generell sind wir der Meinung, dass mit einer spitzen Zielgruppe anzufangen immer gut ist, weil es einfach das Tempo erhöht, in dem du wirklich verstehst, was diese Zielkunden eigentlich haben möchten. Aber es ist klar, dass wir jetzt nicht dauerhaft nur Early-Stage-Software-Unternehmen in Deutschland bedienen wollen und können. Da ist unser Anspruch natürlich eine Ecke größer, aber in der aktuellen Phase sind wir da mehr als gut mit bedient. Wenn man sich anguckt, ob die aus uns rauswachsen, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob die Analogie Henne-Ei-Problem da jetzt zutreffend ist, aber ich sag mal so, der limitierende Faktor ist ja, wenn die immer größer werden, dann ist natürlich auch der Kapitalbedarf höher und die Frage, können wir den dann immer noch abdecken? Und ob wir den abdecken können, hängt wiederum davon ab, ob wir genügend Unternehmen drauf haben, mit denen in Summe hinreichend Transaktionsvolumen haben, sodass eine einzelne Ticketgröße pro Unternehmen aus einer, ich sag mal, Portfolio-Konzentrationssicht tragbar ist. Also du kannst nicht sagen, wenn du jetzt insgesamt 5 Millionen Euro verliehen hast, dann kannst du nicht an ein Unternehmen 5 Mio geben. Das wäre grob fahrlässig. Genau. Und da müssen wir uns natürlich nach vorne hangeln. Gerade ist es so, dass das durchschnittliche Unternehmen auf unserer Plattform in etwa 3 Millionen Euro Jahresumsatz hat. Und wir haben auch deutlich größere Unternehmen. Aber wenn die jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen Euro Umsatz machen und dann eher nach so einer 20 Millionen Linie suchen, dann ist das für uns technisch durchaus abbildbar, aber in der Praxis funktioniert das jetzt gerade noch nicht. Aber es ist aus unserer Sicht eher eine Frage der Zeit und keine Limitation des Modells als solches. Wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen, für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Bankstravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby-Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie The Biggest Pain Points in Banking, Embedded Finance, Next Generation Banking, Investing in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Top-Fachleute wie André Jerenz von McKinsey & Company, Patricia Battenberg von Worldline, Dr. Peter Robejczyk von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt 2 Tage Banking-Experten und Backstravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. Backstravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de. See you there, old sport. Du hast gerade schon von Enterprise Cloud Daten gesprochen, gesagt, dass ihr andere Daten, andere Assets aus Daten heraus eigentlich bewertet. Was sind das für Daten, die ihr nutzt? Ist es eigentlich das, was ich als Software-as-a-Service-Startup auch meinen Investoren als KPIs liefere? Also ist es genau Usage und Monthly Active und dergleichen? Oder worauf guckst du? Also das ist tatsächlich das Endprodukt, was aus unserer Analyse rauskommt. Eigentlich kann man sich das vorstellen wie eine Scorecard, die man auch durchaus von einem Venture Capital Investor kennen würde, nur dass die bei einem typischen VC-Investor dann in einem Excel-Spreadsheet drin ist und bei uns eben nicht, sondern in der Plattform drin ist und dort halt auch automatisiert berechnet wird. Der wichtige Punkt ist, gegenüber, ich sag mal, dem klassischen Reporting, wie man das jetzt beispielsweise bei einem VC kennt, dass die Unternehmen uns nicht die Kennzahlen geben und wir dann sagen, okay, wenn das deine Kennzahlen sind, dann bekommst du folgende Terms, sondern wir berechnen die alle selbst und zwar auf Basis der Rohdaten, die wir uns von dem Unternehmen ziehen. Und das macht halt einen riesigen Unterschied. Und was sind das konkret für Daten? Das sind 3 verschiedene Töpfe, die wir uns angucken. Das erste sind Bankdaten. Also wir nutzen ganz normal über PSD2-Schnittstelle
nutzen wir einen Zugang, um direkt alle Transaktionen abzugreifen. Das muss ich dir jetzt nicht sagen, aber im Verhältnis zu anderen Schnittstellen funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Und da sind wir auch sehr zufrieden mit. Das Zweite, was wir uns angucken, sind, wir reden immer von Subscription-Daten für diejenigen, die jetzt nicht viel in der Subscription-Economy unterwegs sind. Am Ende ist das so eine Mixtur aus Rechnungs- und Zahlungsdaten. Da werden von SaaS-Unternehmen Tools wie Chargebee, Recurly in Deutschland beispielsweise Billwerk oder Billomat verwendet. Und in diesen Tools findest du Kundendaten, Vertragsdaten, Rechnungsdaten. Sehr essentiell für uns am Ende. Und das, die du real-time abfragst oder korrekt, die du monthly abfragst, real-time? Korrekt. Also wir gucken uns die in Echtzeit an. Das heißt, da komme ich gleich auch nochmal zu, wie sich das eigentlich in unserer bei den Kunden auf unserer Plattform gerade aufteilt, weil so viel sei gesagt, nicht jeder nutzt ein Tool dafür, sondern einige Unternehmen haben sich irgendwas aus Mangel an Alternativen selbst bauen müssen, weil die Infrastruktur dafür halt auch noch relativ jung ist und vor 5 Jahren beispielsweise noch gar nicht da war, aber das ein oder andere Unternehmen war vor 5 Jahren schon da und das macht es dann schwierig, sowas über Schnittstellen abzugreifen. Das kann ich gleich auch nochmal erzählen. Aber um die Datenquellen einmal abzuschließen, die dritte und letzte Quelle sind klassische Accounting-Daten, sprich in Deutschland DATEV ist da die primäre Quelle, die leider Gottes keine Schnittstellen anbieten. Und deshalb sind wir da auf standardisierte Exports angewiesen. Sprich, du lädst als Unternehmen deinem DATEV-Account oder über deinen Steuerberater BWAs und SUSAs, Summen- und Saldenkontenlisten runter und kannst sie dann bei uns wieder hochladen. So, und bei einem idealen Unternehmen, gehen wir jetzt mal von den Niederlanden aus. Und darf ich einmal kurz einhaken? Ja, klar. Kannst du nicht vorher ansetzen? Kannst du nicht bei einer Lexware oder bei irgendwas ansetzen und nicht auf die DATEV warten, in Anführungszeichen? Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und auch mit LexOffice auch schon mal darüber diskutiert haben, inwiefern die nicht eigentlich all das abdecken könnten, was du dann als Endprodukt später irgendwo in einem DATEV findest. Ist ein spannender Ansatz. Haben wir so in der Form, also wir haben eine Integration zu LexOffice tatsächlich auch, allerdings primär aus dem Grund, weil einige Unternehmen LexOffice wiederum auch als Subscription-Management-Tool verwenden. Aber der Ansatz ist total valide, muss sich zeigen, ob das in der Praxis tatsächlich funktioniert. Wo es deutlich einfacher ist, ist zum Beispiel in den Niederlanden. Da nutzen fast alle Unternehmen Exact Online, was sozusagen das DATEV der Niederlande ist. Und da hast du Schnittstellen und kannst das einfach abgreifen. Das heißt, so ein ideales Unternehmen bei uns, das hat ein ganz normales Geschäftskonto, das nutzt ein Subscription-Management-System und ist jetzt meinetwegen in den Niederlanden und nutzt Exact Online. Das kommt in unserem Onboarding-Prozess dann einfach an den Punkt, dass es die drei Datenquellen über Schnittstellen verbindet und dann ist es damit durch. Das heißt, dieser Onboarding-Prozess, den so ein Unternehmen durchläuft, das sind ein paar Minuten. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann Zugang zu den Daten und auch nicht nur einmalig, sondern fortlaufend. Und die geben euch dann Access da drauf? Also sozusagen bist du dann ein zugelassener Partner auf die Konten und auf das DATEV oder wie auch immer das in den Niederlanden gerade heißt und dann kriegst du diese Daten einfach automatisch immer gepusht. Okay, verstanden. Sag mal, jetzt habe ich verstanden, was die Unternehmen mitbringen müssen. Also du nimmst die auf die Plattform, wenn sie halt auch bereit sind und in der Lage sind, dir diese Datentöpfe aufzumachen, diese drei vor allen Dingen, ne? Kannst du schon darüber nachdenken, dass du vielleicht auch selber so eine Art Schnittstelle, eine API, denen zur Verfügung stellst und sagst, okay, wir definieren gerade einen Standard oder ist es dafür noch nicht relevant genug? Was meinst du genau mit einem Standard? Naja, dass du sagst, okay, ich definiere gerade sozusagen einen Inbound-Kanal, wo ich sage, so das muss genau so formatiert sein, das will ich genau haben. Also du interpretierst ja gerade das, was die Leute dir schicken, aus verschiedenen Töpfen hinaus. Also genau the other way around, dass du halt sagst, okay, das möchte ich genau von dir, das brauche ich in der Form. Ja, also ich meine, es ist immer eine Frage, was man als Schnittstelle bezeichnet. Und da wirst du jetzt gleich drüber lachen. In einer sehr einfachen Form haben wir das natürlich. Beispielsweise, wenn du jetzt kein Subscription-Management-System verwendest, sondern die Daten in irgendeinem anderen Format bei dir hast, dann kannst du über ein standardisiertes CSV-File bei uns auch Daten abgeben. diesen Standard haben wir natürlich definiert, aber eine API plus in dem Sinne. Plus ein MT-940 aus dem Bankkonto, ja? Genau, aber eine API in dem Sinne haben wir
aktuell noch nicht live. Aber du verstehst den Gedanken, ne? Dass du es einfach total, im Grunde umdrehst, ne? Total. Ja, und okay. Ich glaube auch, dass das für uns möglich sein wird. Dafür glaube ich aber, dass wir gerade noch zu klein sind und noch nicht die Marktmacht haben, um jetzt Unternehmen wirklich aufzudiktieren, wie sie sich an der Stelle an uns andocken können und sollen. Und ehrlicherweise ist es auch so, wenn du eine normale Systemlandschaft hast, dann ist es so für dich auch total einfach und erzeugt keinen großen Aufwand. Und damit sind wir erstmal glücklich und die Unternehmen wiederum auch. Und dann hast du natürlich hier und da ein Hiccup und Themen. Ich meine, du kennst es selbst bei PSD2, dass du alle 90 Tage den Zugang aktualisieren musst und zwischendurch. Ja, bald geht's ja länger und so, ne? Ja, aber manchmal ist es auch kürzer, aus welchen Gründen auch immer. Solche Themen musst du natürlich auch handeln. Aber im Großen und Ganzen ist das schon genial. Und für die Unternehmen natürlich auch super, weil die müssen kein Datenraum bereitstellen, kein aufwendiges Questionnaire durchlaufen oder ähnliches, sondern die teilen einfach die Daten, warten ein, zwei Tage ab und dann bekommen sie ihr Ergebnis und dann können sie Finanzierung bekommen. Und das ist schon ein relativ angenehmer Schritt, würde ich sagen. Und du hast gerade davon gesprochen, dass ihr denen auch dann ein Dashboard zur Verfügung stellt. Ist das auch so, dass es von denen auch für interne Reportings benutzt wird? Also weil, klar, du bereitest ja was auf, was du wahrscheinlich selber benutzen willst. Und aus der Erfahrung heraus von euch weiß ich ja, dass ihr auch immer ein Händchen für das Thema User Experience beziehungsweise auch für Grafik hattet. Wahrscheinlich macht ihr das ja dann irgendwie auch ganz nett. Also nutzen die das für sich? Also sehen die es als Benefit? Ich würde sagen, von bis. Das hängt extrem davon ab, was so ein Unternehmen selber schon auf die Beine gestellt hat und in welcher Phase sich das gerade befindet. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel gerade einen unserer Kunden, den ich kürzlich bei einem Event getroffen habe, der das sehr gut fand und auch sagte, dass er die Screenshots davon macht und die auch in seinen Board-Meetings verwendet. Und das ist natürlich so der Moment, wo du dann denkst, das ist jetzt wirklich toll. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das macht jeder so. Und es gibt wahrscheinlich auch einige Unternehmen, die diese Insights überhaupt gar nicht interessieren in dem jetzigen Stadium und die einfach nur des Geldes wegen auf der Plattform sind. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja gerade die erste Iteration. Gerade ohne das Produkt jetzt zu sehr zu entwerten, ist es eigentlich nur ein Beiprodukt. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir all die Kennzahlen, die wir für unser Underwriting berechnen, ja auch einfach mit den Kunden teilen können. Dann können sie selber was sehen, dann können sie selber Benchmarks sehen und irgendwas daraus machen. Das war kein großer Aufwand für uns. Und jetzt haben wir mit der Zeit festgestellt, was dort eigentlich wirklich von Interesse ist und arbeiten jetzt gerade an der ersten richtigen Version, die halt auch für den Kunden aus der Kundensicht konzipiert ist, wo dann beispielsweise noch ein bisschen konkretere Empfehlungen drin sind, wo wir sagen, deine Cac-Payback-Period ist beispielsweise zu lang. Was bedeutet das eigentlich, wenn du dir die nächsten zwei Jahre anguckst für deinen Kapitalbedarf? Wenn du sie um 3 Monate verkürzen würdest, was hätte das für einen Impact? Solche Themen kommen dann mit dazu. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir das live haben, dann wird das nochmal was ganz anderes ergeben und im Zweifelsfall auch ein Produkt sein, was du separat monetarisieren kannst. Das wollte ich gerade fragen. Also ist das dann eigentlich fast als Reporting as a Service einfach noch als Preisschild obendrauf, oder? Korrekt. Das könnte man so machen. Aber ja, ein Schritt nach dem anderen. Also um ehrlich zu sein, für uns ist es gerade so, dass die Finanzierung das Kernprodukt ist, das wir monetarisieren und das, was wir im Bereich Reporting machen, da sind wir gerade noch am Anfang und das wird sich in den nächsten 1-2 Jahren dann zeigen, welchen Stand das einnimmt. Und ich meine, das ist aber auch das Spannende, wenn du jetzt ein bisschen mehr in die Zukunft guckst, ja auch die Frage, wo wollen wir mit diesem ganzen Unternehmen eigentlich hinkommen? Und jetzt nochmal auf das, was ich eingangs sagte, zurückkommt. Underwriting as a Service, immer mehr Daten sind irgendwo in der Cloud, das ganze Credit Rating kann sich verändern. Am Ende ist die Idee ja eigentlich nur, auf Basis einer anderen Datengrundlage bessere Kreditentscheidungen zu treffen. Und eigentlich müssen wir in dem Kontext gar nicht den Anspruch haben, dass wir diejenigen sind, die das Geld bereitstellen, sondern das können gerne Dritte sein. Es ist nur schwierig, das irgendjemandem zu verkaufen, wenn du noch keinen Track Record hast. Deshalb müssen wir halt gerade diesen Weg darüber gehen, mit eigenen Facilities und eigenen Produkten auch Finanzierung bereitzustellen, um zu zeigen, dass es funktioniert, um dann in einem zweiten Schritt im Zweifelsfall eher zu einer Art Credit Agency, also Credit Rating Agency zu werden.
In die Richtung wollte ich gerade so ein bisschen kommen, also mit meiner nächsten Frage. Also finde ich total spannend, darüber nachzudenken, in welche Richtung geht es. Bist du halt eine Software-Company oder das, was du halt gerade als Credit Agency Software plus mehr gehst, oder ob du halt sagst, ich bin halt mehr oder weniger ein Kreditvermittler, woher das Geld auch immer kommt. Aber vielleicht ganz kurz davor eine Frage. Bei euch wird es ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal die Diskussion geben, wenn ihr Pressemitteilungen macht und dergleichen, was announced ihr überhaupt? Eigenkapital oder Fremdkapital? Gibt es ja immer so diese schönen großen Zahlen. Und ihr müsst ja eigentlich auch immer zwei Arten von Geld raisen, oder? Ihr braucht einmal etwas für die Company und ihr braucht einmal etwas für euer, ist es das eigene Buch, auf das ihr Geld rausgibt? Ja, alles tatsächlich so, dass wir natürlich diese ganzen Transaktionen irgendwie finanzieren müssen und so schlau dann doch auch waren, dass das alles aus dem Eigenkapital zu machen vielleicht doch relativ kostspielig werden könnte und uns dann um eine vernünftige Facility auch bemüht haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt unsere letzte Finanzierungsrunde sich anschaut, die wir kommuniziert haben, da ist natürlich die große Mehrheit Fremdkapital von gewesen. Und das müssen wir halt auch in der Menge beschaffen. So, und am Ende ist es nicht direkt bei uns auf dem eigenen Balance Sheet, sondern in einer separaten Gesellschaft. Aber so wie das häufig ist bei jüngeren Unternehmen, wollen natürlich dann auch Funding-Partner, dass du, wie man immer so schön sagt, auch Skin in the Game hast und in irgendeiner Form, man redet dann häufig von dem First Loss Piece, das heißt, dass ein gewisser Prozentsatz der Finanzierung oder ein gewisser Cent auf den Euro halt von dir kommen muss. Und das ist dann als EK. Das ist dann das, was unser EK auch belastet und für uns jetzt als Unternehmen de facto auch entscheidender ist als den operativen Burn, den wir haben. Ja, also wenn wir über Runway nachdenken, dann machen wir uns nicht so viel Sorgen darüber, was jetzt unser Betrieb eigentlich an Kosten verschlingt, sondern wir machen uns eher Sorgen darüber, wie schnell können wir eigentlich wachsen, weil das ist im Kreditgeschäft ja eigentlich so ein bisschen pervers, aus Mangel eines anderen Wortes. Das ist so, dass je schneller wir wachsen, desto kürzer ist unser Runway tatsächlich. Aber wenn wir sehr schnell wachsen, dann hast du auch einfach nur sehr schnell ein großes Buch, was aber nicht wirklich validiert ist. Und das versteht ja natürlich jeder Kreditexpert, sagt dann, ach, ist ja toll, dass du hier so ein riesiges Buch hast, aber wie sind denn die Default Rates? Und wenn du dann nicht auf eine gewisse Historie verweisen kannst, ist halt schwierig. Und genau in diese Falle willst du natürlich nicht reinstolpern und das zu balancieren. Was ist denn bei euch das kurzlaufend? Was heißt denn das kurzlaufend bei euch? Das hast du ja vorhin am Anfang gesagt. Kurzlaufend heißt, und das ist jetzt schwer in ein, zwei Sätzen zu erklären, muss mir zwei Minuten zu geben. Eine einzelne Transaktion auf unserer Plattform wird innerhalb von 12 Monaten linear zurückgezahlt. Ja, das heißt, wenn du jetzt vereinfacht gesagt 120 Euro heute auszahlst, dann zahlst du 10 Euro, lassen wir mal Zinskosten und alles außen vor, 10 Euro jeden Monat über das nächste Jahr zurück. So, das heißt, die gewichtete Lifetime sind eigentlich 6 Monate. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt, und das müssen wir auch immer so viel mit Unternehmen und Kunden diskutieren, weil die Frage ist natürlich, was machst du denn jetzt damit, wenn das so schnell wieder zurückgezahlt wird? Ist ja schon ein sehr nischiger Anwendungsfall. Und da kommt jetzt halt der Aspekt der Plattform ins Spiel, also unserer Webplattform, dass am Ende ja kein Unternehmen nur eine einzelne Transaktion macht, sondern aus Sicht des Unternehmens fühlt sich das eigentlich eher wie eine Kreditlinie an. Das heißt, du hast ein Finanzierungslimit und innerhalb von diesem Limit kannst du immer wieder einzelne Transaktionen anstoßen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das kannst du beispielsweise auch machen, um eine anstehende Rückzahlung, in Anführungszeichen, auf neue Rechnung vorzutragen, um damit effektiv den gleichen Cash-Puffer auf deinem Konto zu belassen. Und dadurch ist dann die Rückzahlung eben doch nicht immer einfach nur 12 Monate, sondern es hängt halt sehr davon ab, wie du unser Produkt am Ende benutzt. Aber dennoch, eine einzelne Transaktion wird über 12 Monate zurückgezahlt, linear. Das ist aber echt ein bisschen komplexer, ne? Also, dass du sozusagen, das ist ein bisschen so eine Zins ist ja der falsche Begriff dafür, aber dass du das Kredit, den Kredit mit dem Kredit sozusagen bezahlst, ja? Also, das ist ja ein Stück weit so. Ja, das war auch tatsächlich so eine Sache. Im Nachhinein klingt das immer so naiv. Wir dachten, als wir mit dem Produkt in den Markt gegangen sind, das ist ja ein No-Brainer. Du bekommst einfach günstig und schnell Geld. Wer macht das nicht? Aber die Realität hat dann eben doch gezeigt, dass in der Zielgruppe einfach
bisher sehr wenig, auch aus mangelndem Angebot einfach, mit Fremdkapital gearbeitet wurde. Und wenn du dann so ein Produkt hast, was sich sehr einfach bedienen lässt auf der Plattform, aber du willst es dann ja inhaltlich auch durchdringen, das haben ja so die meisten Gründerpersönlichkeiten dann doch irgendwie an sich, stellst du fest, ganz so einfach zu erklären ist es eben nicht. Und ich würde auch behaupten, selbst jetzt nach einiger Zeit auf dem Markt und etlichen Kunden, die wir auf der Plattform haben, haben wir das immer noch nicht in Gänze gemeistert und werden einfach nur kontinuierlich besser. Beispielsweise haben wir mittlerweile in unserem Vertriebsteam eine Person, die komplett separat sich halt nur mit dem Thema Guidance, wie wir es nennen, beschäftigt und jedem Unternehmen im Detail dann erklärt, wie genau das eigentlich funktioniert, welchen Mehrwert du daraus bekommst, wie das Produkt zu verwenden ist, wie du einen Anwendungsfall damit abgebildet bekommst und so weiter. Das ist tatsächlich so. Nicht ganz so einfach, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben, aber es ist ja meistens so. Lass mal ein bisschen bei den Zahlen bleiben. Was waren denn die letzten Zahlen, die ihr announced habt an Eigenkapital und Fremdkapital, was ihr aufgenommen habt und vielleicht dann auch so ein Stück weit Richtung Kunden und Volumen, wenn du schon was dazu sagen kannst oder vielleicht sogar auch, ob ihr schon Ausfälle hattet und dergleichen. Also die letzte Finanzierungsrunde, die wir gemacht haben, es war eigentlich eher so 1, 2, 3 Transaktionen, die aufeinander gefolgt sind und die wir dann in einem Batch auch announced haben. Das waren in Summe 15 Mio Eigenkapital, die wir eingesammelt haben und zudem Fremdkapital von knapp 90 Millionen Euro. Und aus dem Pool leben wir auch bis heute sehr gut und sind, kann man wahrscheinlich... Weil auch immer wieder was zurückgezahlt wird. Korrekt. Das ist bei dem Produkt ganz wichtig zu verstehen. Das Geld, das deployst du nicht einmal und dann ist es halt irgendwie weg, sondern das dreht sich die ganze Zeit. Ne? Jeden Monat kommen Collections rein und die werden dann auch direkt wieder, entweder von den gleichen Unternehmen oder von anderen, wird die Liquidität dann wieder weiter genutzt. Genau. Und damit, ja, kannst du das, wie unser Finance-Team immer gerne sagt, Cash recyceln. Ich weiß nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Ich finde ihn auf jeden Fall witzig. Es ist lustig, weil letztendlich hast du das gerade als Kreditlinie beschrieben und eine Kreditlinie ist ja eigentlich nichts anderes als ein Subscription-Modell. Du gibst den Leuten eine Subscription auf ihre Subscriptions. Also das ist schon irgendwie, es ist schon sehr stringent, wenn du so willst, ne? Weil das Modell von deinen Kunden bedienst du genauso mit einer Subscription, wenn du so willst. Also schon wirklich spannend. Ja, absolut. Also ich meine, was soll ich auch sonst sagen? Aber ich meine es auch so, ich finde das Produkt natürlich affengeil, aber die Praxis zeigt natürlich trotzdem, das zu erklären und dann auch wirklich klar zu machen, wie entsteht der Mehrwert daraus, das ist leider nicht ganz so trivial, weil wenn du jetzt mit einem etablierten Unternehmen redest und die haben ein Finanzteam sitzen und denken sehr ausführlich über ihre Kapitalstruktur nach, wo sie eigentlich welche Liquidität her beschaffen, und dann guckst du dir halt den prototypischen VC-Gründer oder Gründerin an, da ist die Denke halt eher, ich sammle Geld ein, dann habe ich Runway, und wenn der Runway zu kurz ist, dann sammle ich halt neues Geld ein. So einfach ist die Denke. Ne? Und da jetzt zu erklären, wie man da irgendwie so ein schnell drehendes FK-Produkt irgendwie reinhaut und wo da der Mehrwert entsteht, ist dann nicht ganz so einfach. Und am Ende ist es total logisch, du gibst halt weniger Anteile ab. Aber das zu modellieren, wenn der Exit im Zweifelsfall noch 5 Jahre entfernt ist, ist dann auch wieder nicht ganz so trivial. Also da könnte ich jetzt ewig drüber erzählen. Aber ja, im Kern ist es auf jeden Fall ein starkes Produkt. Paul, bevor wir gleich noch ein bisschen auch auf die Herausforderungen, die sich bestimmt für euch auch ergeben haben durch Krieg, Startup-Krise, Zinswende und sowas eingehen, und ich möchte auch noch ein bisschen was zu Wettbewerb auch hören, haben wir so vor ein paar Wochen mal eingeführt im Podcast, dass wir ein kleines Spiel spielen, und ich gehe davon aus, dass du es mitspielst, und dieses Spiel ist eigentlich relativ leicht, und ich weiß nicht, ob du hin und wieder mal den Alles gesagt Podcast von Zeit Online hörst, die haben so ein Spiel mal irgendwann eingeführt, oder nein, oder schwarz oder weiß oder weiter. Und das ist relativ einfach. Ich gebe dir ein Beispiel. Hund oder Katze? Hund. Genau. Und genauso geht das Spiel. Du musst sehr schnell antworten. Und fang damit an mit Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Unternehmer auf jeden Fall. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Jira? Slack. BaFin oder SCC? Boah, gar nichts von beiden, gibt's das? Du darfst 5-mal weiter sagen. Weiter. EZB oder FED?
Oh, EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Habeck. Debit oder Credit? Debit. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder Anlegen? Anlegen. ETF oder Fonds? ETF. Aktien oder Krypto? Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoin. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder SeFi? DeFi. HODL oder Zocken? HODL. VC oder Kredit? Weiter. Berlin oder Hamburg? Hamburg. Berlin oder Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt oder London? Frankfurt. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank? Oh, ich habe gerade so viel schlechte Erfahrungen mit Neobanken gemacht, das ist echt gemein. trotzdem Neobank. Direct Broker oder Neobroker? Direct Broker. Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Scalable oder Trade Republic? Scalable. Thelen oder Klöckner? Klöckner. Revolut oder N26? Revolut. N26 oder Tomorrow? N26. Rad oder Auto? Rad. Rad oder Bahn? Rad. Handelsblatt oder FT? Handelsblatt. Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot? Schwarz. Buy Now, Pay Later oder Kreditkarte? BNPL. PayPal oder Kreditkarte? PayPal. Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Hafer. Papier oder iPad? Papier. Text oder Sprachnachricht? Text. Microsoft Office oder Google? Google. Twitter oder Insta? Twitter. Insta oder Facebook? Insta. Insta oder TikTok? Insta. SRAM oder Shimano? Shimano. Canyon oder Pinarello? Canyon. Alpen oder Mallorca? Alpen. Vielen Dank. Das war sehr... Wir haben so rausgefunden, dass man sehr viel über Menschen... sehr viel über Menschen erfährt, über so kurze Fragen. Ich habe jetzt leider schon wieder die Hälfte der Fragen vergessen, aber tatsächlich glaube ich auch, wenn man sich das jetzt nochmal anhört, ja, das sagt, glaube ich, recht viel. Spannend. Ja, vielen Dank. Aber lass mal darüber sprechen, was die Herausforderungen für euch waren im letzten Jahr, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Revenue-Based Model, was auf Krediten ausgelegt war, in so einer Startup-Krise, wo du vor allen Dingen auf neue Startups auch schielst, schon echt eine Herausforderung war, auch noch gekoppelt natürlich mit einer Zinswende, die wir in der Form, wie wir sie ja jetzt in den letzten 12 Monaten erlebt haben, ja noch nie erlebt haben. Was waren die Herausforderungen? Wie habt ihr sie gemeistert? Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend gewesen, jetzt nicht nur für das Modell als solches, sondern jetzt auch mit meiner Historie. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie seit 30 Jahren unterwegs bin und de facto eigentlich auch immer geht's nur bergauf im positiven Sinne. Und jetzt hast du auf einmal eine ganz andere Situation. Tatsächlich muss ich aber sagen, in Summe ist unsere Situation jetzt nicht wirklich schlechter oder besser. Und ich erkläre gleich mal, woran das liegt. Aber das verwundert mich eigentlich am meisten. Also eigentlich, es geht halt weiter und ich würde nicht sagen, dass... Nothing changed. Ja, doch schon, aber das Endergebnis ist gleicht sich irgendwie aus. So. Und ich meine, was jetzt Startup-Krise und Zinswende angeht, das hängt natürlich unmittelbar zusammen, aber vielleicht trotzdem mal getrennt betrachtet. Was wir natürlich total merken, jetzt nicht nur selber, weil wir auch ein Startup sind, sondern vor allen Dingen in unserer Zielgruppe ist, dass doch alle sehr viel konservativer geworden sind. Als wir gerade frisch am Markt waren, war die Perspektive der meisten Unternehmen
schon eher, möchte so viel Geld wie möglich, um so schnell zu wachsen wie möglich und einfach immer mehr rauf und schneller und vorwärts. Und was wir in letzter Zeit eher sehen, ist, dass Unternehmen einfach Sicherheit haben wollen, dass sie tatsächlich Zugang zu Liquidität haben, die sie jetzt vielleicht gar nicht nutzen wollen, aber einfach nur wissen, da ist noch was, falls ich es dann brauchen könnte. Also eine deutlich konservativere Haltung, die wir gerade sehen. Und natürlich merkst du einfach auch, dass einigen Unternehmen andere Finanzierungsquellen versiegt sind und die sich dann im Zweifelsfall auch eher dann bei Anbietern wie uns noch melden. Und das ist ja so ein bisschen Vorwurf, Adverse Selection, inwiefern das ein Problem für uns ist. Ich kann so viel sagen, die Unternehmen, die woanders dann kein Geld bekommen, bekommen bei uns höchstwahrscheinlich auch keins. Aber ich kann schon bestätigen, dass da die Nachfrage hochgegangen ist, aber gleichzeitig die Qualität auch gesunken ist. Das ist auf jeden Fall was man an der Stelle sehen kann. Und die Zinswende jetzt unmittelbar ist, glaube ich, der größte Unterschied, als wir gestartet sind, jetzt mal aus einer Investorenbrille auf unser Produkt geschaut, ne, weil das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber eigentlich hat unser Geschäftsmodell ja zwei Seiten. Das eine ist die Lending-Seite, die für mich jetzt auch eher neu ist, und das andere ist eigentlich eher die Investment-Asset-Management-Seite, wo ich jetzt auch eher herkomme. Sprich, wir bieten eigentlich ein Investmentprodukt an, wo Fixed-Income-Investoren Liquidität parken können. Und vor der Zinswende gab es ja so gut wie gar keine Option, kurzlaufend, festverzinslich, in einer attraktiven Höhe sein Geld auch platzieren zu können. Und da war unser Angebot natürlich super. Und jetzt sehen wir schon, dass es einfach, ich kann jetzt nicht die letzten Werte, aber ich meine, du bekommst mittlerweile schon wieder halbwegs akzeptable Unternehmensanleihen, auch mit 7-8% PA verzinst. Das ist natürlich was anderes als das, was du vor einigen Monaten noch gesehen hast, und das macht wiederum die Refinanzierungsseite natürlich schwieriger, weil die klassischen Fixed-Income-Investoren jetzt auch wieder neue Optionen haben. Das heißt nicht, dass es nicht weiterhin Appetit gibt für derartige Transaktionen, Liquidität bereitzustellen, aber es gibt einfach mehr Wettbewerb. Das kann ich gut verstehen. Also, weil einfach plötzlich wieder einfach wirklich Zinsen da sind und die Leute einfach wieder woanders investieren können, ne? Keine Frage. Und der Nachwuchs, in Anführungszeichen, an SaaS-Companies, also ist das auch ein Problem geworden, dass du einfach nicht mehr genug, wie soll ich das nennen, ist es Dealflow oder sowas ist es ja letztendlich, ne? Du brauchst ja neue SaaS-Companies. Ja, also im Zweifelsfall kann man das schon sagen, aber da muss man auch wieder jetzt im Hinterkopf halten. Ich meine, wir sind 9 Monate am Markt und das ist jetzt nicht so dieser Zeithorizont, wo man jetzt unglaublich krasse Trendwenden schon im Vergleich zu x vorherigen Jahren irgendwie ableiten könnte. Und ich kann auf gar keinen Fall sagen, dass wir gerade ein Problem damit hätten, dass wir keine Unternehmen finden würden oder keine Unternehmen auf uns zukommen. Davon spüren wir ehrlicherweise überhaupt gar nichts, zumal. Und du machst das momentan in Deutschland und Holland? Genau. Oder wo macht ihr es noch? Genau, Deutschland. Warum seid ihr auf Holland gekommen? Also erstmal natürlich die Nähe, und tatsächlich ist der Markt sehr viel größer, als man erstmal annehmen möchte. Ich meine, ich will ja jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, aber ich war durchaus sehr überrascht, wie groß doch das Tech-Ökosystem in den Niederlanden ist, wo man vielleicht eher davon ausgeht, es ist ein kleineres Land, wo jetzt nicht so viel abgeht. Aber in den Niederlanden, genauso wie in den skandinavischen Ländern, ist gefühlt der Anteil an Technologie von der Gesamtwirtschaftsleistung durchaus ordentlich. Und da sind wir halt auf das Marktpotenzial einfach aufmerksam geworden. Und der andere Aspekt, der natürlich auch wichtig ist, ist einfach das Regulatorische. Die Transaktionen, die wir machen, die fordert keinerlei Lizenzen und Ähnliches in den Niederlanden. Und das macht es natürlich recht einfach. Und in Deutschland auch nicht, oder? In Deutschland auch nicht. Allerdings nur aufgrund der Art und Weise, wie unser Setup genau funktioniert. Da haben wir im Prinzip eine Ausnahmeregelung dadurch, dass das Ganze über eine Verbriefungszweckgesellschaft abläuft. Und ich will jetzt keinen Regulatorik-Vortrag daraus machen, aber haben wir im Prinzip ein spezielles Setup, was uns erlaubt, so zu operieren.
aber in den Niederlanden ist es beispielsweise so, dass du da generell auch Unternehmenskredite, ganz normale Kredite auch vergeben könntest, ohne dass du dafür eine Lizenz brauchst, wie das jetzt beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Und wenn du weiter guckst, in andere europäische Länder, guckst du dann auch auf bestimmte Lizenzen, die du irgendwann mal haben willst und dann möglicherweise passporten kannst, um das Ganze noch skalierbarer zu machen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, das Problem ist ja so ein bisschen, wenn du jetzt nicht in dem Bereich BNPL zum Beispiel unterwegs bist, wo du jetzt wirklich nur sehr kurze Kredite, kurzlaufende Kredite hast, wo du dann so eine E-Money-Lizenz im Zweifelsfall auch einfach nutzen kannst und die passporten kannst und alles ist verhältnismäßig easy. So ist das bei uns ja leider nicht, weil wir ja schon auch perspektivisch an neuen Produkten, an denen wir arbeiten, eher in das sehr klassische Kreditgeschäft eintauchen. Und da ist es so, dass es in Europa einige Länder gibt. B2B-Lending, solange es nicht aus Einlagen finanziert wird, sehr entspannt betrachten. Und du da tatsächlich einfach nur bei dem Regulator vor Ort dich anmeldest. Ähnlich, als würdest du ein Restaurant eröffnen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Oder als ob du Anlagevermittler oder sowas bist. Korrekt. Ja, so, vielleicht so etwas noch. Korrekt, korrekt. Und okay. Dann gibt es eben Länder, in denen diese Art von B2B-Lending mit einer kleineren Lizenz versehen ist, mit so einer lokalen Lizenz, ähnlich wie man in Deutschland beispielsweise eine Factoring-Lizenz kennt. Das Problem bei den Lizenzen ist, die kannst du halt nicht passporten. Und dann gibt es halt beispielsweise Deutschland, in dem du für ein derartiges Geschäft, wenn du jetzt klassische Unternehmenskredite rausgeben willst, eine Vollbanklizenz brauchst, die du passporten kannst. Aber wir wissen alle, dass eine Vollbanklizenz sich zu besorgen jetzt echt kein Kinderspiel ist. Und das ist wäre jetzt gelogen zu sagen, dass wir da total entspannt aufblicken, sondern es ist für uns natürlich ein großes Thema. Und das ist, glaube ich, für jeden, der im Fintech-Bereich unterwegs ist, dass man weiß, man muss sich mit Regulatorik beschäftigen und man möchte das im Zweifelsfall auch, aber die Frage ist halt, wann ist der richtige Zeitpunkt für welches Setup und wann kannst du wie viel Geld und Zeit auch wirklich in die Hand nehmen? Und klar ist für uns. Naja, und. Ja, sag du. Naja, und du hast ja vorhin auch gesagt, dass da auch noch nicht so ganz klar ist, ob das Ganze halt eher in das weitere Thema Kredite selber vermitteln oder aufs eigene Buch nehmen oder halt einfach als Software-Company irgendwann vielleicht auch endet oder vielleicht sogar im Exit irgendwann endet, weil dann denkst du ja nicht mehr darüber nach. Dann bist du ja nicht nur ein Vermittler, dann bist du ja eher ein Marktplatz, wo du wahrscheinlich dann ganz viele verschiedene Refinanzierer unten drunter steckst und sagst, okay, wer nimmt das Ganze jetzt? Also so ähnlich wie es ja vielleicht irgendwie so eine, wie hieß es, Compeon oder sowas da irgendwie mal gemacht hat, auf eine andere Art und Weise, ne, die jetzt, glaube ich, gerade übernommen worden sind von den Kollegen da aus München, wo ich mir auch so ein bisschen die Frage stelle, was ist da auch so euer Wettbewerb? Also geht das eher in diese Richtung, dass du sagst, so diese Plattform, diese Vermittler sind der Wettbewerb oder sind es halt dann doch eher die Sparkassen vor Ort, die dann möglicherweise doch hin und wieder mal eine FK-Runde bei irgendjemandem machen, den sie kennen? Oder was ist da euer Wettbewerb? Also tatsächlich würde ich sagen, der größte Wettbewerb, das ist auch so ein bisschen so eine Analogie aus der Liquid-Zeit. Damals haben wir immer gesagt, der größte Wettbewerb für uns ist das Sparbuch, was für viele erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ist, aber es ist nun mal so, der größte Wettbewerb ist, dass die Leute einfach gar nichts machen. So, und das kann man bei unserer jetzigen Zielgruppe durchaus auch sagen, es gibt einfach viele Unternehmen, die sich nicht an Fremdkapital rantrauen, weil sie es nicht verstehen, keine Ahnung haben und dann halt lieber eine EK-Runde nach der anderen machen. Und diese Leute dazu zu bewegen, und das ist eher ein Longshot, dass sie das wirklich begreifen und auch anfangen zu nutzen, das ist, glaube ich, da, wo das größte Potenzial dahinter ist. Aber wie gesagt, das ist ein aber Longshot. Aber wo du sagst, die EK-Runden machen und die dann eher VCs reinnehmen? Correct. Oder EK-Runden aus, keine Ahnung, Family and Friends oder dergleichen? Was auch immer. Also es geht einfach nur darum, die finanzieren sich ausschließlich über Eigenkapital, obwohl es durchaus in ihrer Kapitalstruktur sinnvolle Punkte geben würde, wo du halt nicht auf Eigenkapital setzen solltest. Gerade wenn du Product-Market-Fit gefunden hast, du nicht nur zwei Kunden hast, wenn du jetzt ein B2B-Unternehmen bist, sondern hast ein vernünftiges Portfolio aufgebaut, du bist noch nicht profitabel, aber trotzdem gibt es sehr gute Gründe und Möglichkeiten, Fremdkapital zu nutzen, und das versteht halt einfach leider noch nicht jeder, und das ist, glaube ich, der größte Wettbewerb am Ende des Tages. Aber kurzfristig, wenn man sich jetzt anguckt, mit wem befinden wir uns dann gemeinsam mal, wenn es um einen Deal gekämpft wird, dann
dann würde ich eher sagen, dass das am Ende des Tages Venture Debt Provider sind, die auf eine ähnliche Zielgruppe schauen, also eher am oberen Ende unserer Zielgruppe und auch nur bei denjenigen Unternehmen, die Venture Capital finanziert sind. Wir haben ja durchaus auch einige Unternehmen auf der Plattform, die gebootstrapped sind, alles aus eigenen Mitteln gemacht haben. Da haben dann Venture Debt Provider wieder nicht so viel Interesse dran. Das ist, glaube ich, so die man am ehesten sieht. Und dann ist es tatsächlich so bei den Unternehmen, die profitabel sind oder nahe der Profitabilität, da hast du es dann tatsächlich auch, dass die Hausbank einfach mal was anbietet, vielleicht auch mit KfW noch hinten dran. Da haben wir auch schon mal was mitbekommen. Und wie machst du heute Sales? Ich habe mich das gerade gefragt. Also ist das outbound und du guckst einfach auf die gängigen Medien, neue Firmen unterwegs oder guckst irgendwie im Netzwerk, welche Software-as-a-Service-Tools sind irgendwie im Einsatz? Guckt ihr da drauf oder habt ihr auch möglicherweise ein VC-Netzwerk, die schon mal irgendwo reingegangen sind und dann die nächsten Runden damit euch machen? Am Ende sind es mehrere Kanäle, ganz klar. Also ich glaube, der Startschuss für uns war auf jeden Fall, dass wir ganz gute Pressearbeit gemacht haben und uns als Anbieter in diesem Bereich in Deutschland gut positionieren konnten und dadurch einfach eine Präsenz haben und inbound bekommen. Und jetzt mit der Zeit, wo wir auch eine Reihe an Kunden einfach haben und Kunden auch über uns reden, merkst du natürlich, dass es dann halt mehrere Kontaktpunkte gibt und sich das Ganze so ein bisschen aufaddiert und du dadurch dann halt auch Unternehmen, die dich vielleicht irgendwann vor einem Jahr schon mal irgendwo von dir gehört haben, dann auf einmal von einem Bekannten hören, oh, der nutzt das auch und dann denken die, ach Mensch, so unseriös kann der Laden ja nicht sein, dann schaue ich mir das auch mal an. Das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Darüber hinaus haben wir im Partnerschafts- und Multiplikatorenbereich tatsächlich auch angefangen, mehr zu machen, beispielsweise mit VC-Investoren. Wir haben zum Beispiel gerade vor kurzem mit Food Labs, Atlantic Labs und WIPOC, so eine Anwaltskanzlei, zusammen für das Portfolio von Food Labs, Atlantic Labs einen Workshop zum Thema Fremdkapital gemacht. Da profitiert dann natürlich der VC von, dass sein Portfolio aufgeschlaut wird. Die Gründer und CFOs, die dort teilnehmen, lernen was. Und für uns ist es am Ende natürlich auch eine Möglichkeit, ins Geschäft zu kommen. Sowas machen wir auch. Und zu guter Letzt ist es dann halt eben auch Netzwerk und direkter Vertrieb, wo dann Empfehlungen zusammenkommen oder man auch einfach mal schaut, welches Unternehmen passt gut zu uns, über welchen Kontakt kommen wir da ran. Also ich würde wahrscheinlich in Summe sagen, sehr klassischer B2B-Vertrieb. Und wie viele Kunden habt ihr? Es hängt immer davon ab, was du jetzt am Ende als Kunde bezeichnen würdest. Also wir haben auf unserer Plattform, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ob wir... Wahrscheinlich haben wir die Zahlen nicht gegangen. Wir sind kurz davor, 1000 Unternehmen auf der Plattform drauf zu haben. Du wirst eine Art KYC, KYB oder sowas haben, ne? Also genau, das machst du ja. Korrekt. So, und das halt von ungefähr ein Fünftel von den Unternehmen, die auf der Plattform drauf sind, sind komplett ongeboardet, haben alles durchlaufen und sind entsprechend ja vollwertig auf der Plattform drauf. Das ist so die Größenordnung, mit der wir unterwegs sind. Mit wie vielen Leuten macht ihr das heute? Da müsste ich jetzt eigentlich aus der Pistole geschossen eine Zahl drauf haben. Und bei sind es 10 oder sind es 100? 35 Leute sind es, aber sind gerade auch wieder noch ein, zwei neue dazugekommen. Also etwas zwischen 35 und 40. Habt ihr noch eine richtige Homebase oder seid ihr komplett dezentral? Berlin ist schon unser Headquarter. Der größte Teil des Teams ist auch in Berlin. So ungefähr 10 Leute sind das. Aber wir sind tatsächlich eine Remote-First-Company. Und das weiß auch jeder. Also das wird auch in dem Recruiting-Prozess ganz klar kommuniziert, dass es keine klassische Office-Kultur gibt. Und das ist auch so eine Klassikerfrage, die du natürlich immer bekommst. Ne? Wie macht man das, dass so eine Remote-Company gut funktioniert? Und die einfachste Antwort, die ich persönlich viel zu selten höre, aber sehr überzeugt von bin, ist, du musst halt einfach sicherstellen, dass die Leute in deinem Team remote arbeiten wollen. Ja, wenn das gegeben ist, dann ist sehr viel einfacher. Und da legen wir auf jeden Fall großen Wert drauf. Genau, das ist eigentlich auch das Wichtigste, wo wir einfach drauf achten. Und von daher, das jetzige Team ist aufgeteilt, wie gesagt, die meisten in Berlin, aber wir haben Leute in Hamburg, in Frankfurt, in München, in Zürich, in Wien, in Lissabon, also 10 Standorte in Köln, sind die Leute ganz gut verteilt.
Genau, und einmal pro Quartal kommt tatsächlich die ganze Company auch zusammen. Das ist dann so ein bisschen das Thema, wie wir halt auch versuchen, dass die Leute sich halt trotzdem auch gut kennen, weil das habe ich auch so gelernt über die Zeit. Es arbeitet sich sehr gut remote zusammen, aber es arbeitet sich noch besser remote zusammen, wenn man dann auch irgendwie nicht nur oberhalb der Brust über Zoom jemanden kennt, sondern halt auch einmal im Gesamtformat gesehen hat und mal ein, zwei Tage zusammen verbracht hat. Und das funktioniert bei uns wirklich sehr gut. Glaube ich übrigens mittlerweile auch dran. Also ich war ja auch ein großer Freund von dem ganzen Remote-Arbeiten während Covid. Und dann hat man doch gemerkt, habe ich gerade letzte Woche, als wir wieder eine unserer Konferenzen gemacht haben von Payment und Banking, gemerkt, wie toll es dann doch ist, in Person zusammenzukommen und viele, viele Dinge dann einfach auch auf eine andere Art und Weise besprechen zu können. Also glaube ich auch feste dran. Also ob einmal im Quartal mir ausreichen würde, weiß ich nicht genau. Dafür bin ich mittlerweile wahrscheinlich fast zu alt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hin und wieder die Leute einfach sehen möchte. So alle zwei Wochen sehe ich mein Team zum Beispiel auch. Aber siehst du, das ist ja total, total fair. Aber darum geht es halt eben, dass man in einem Recruiting-Prozess halt über sowas spricht und die Erwartungshaltung klar ist. Und ich glaube, ich habe es jetzt nicht live mitgekriegt, aber von Bekannten gehört, in den größeren Unternehmen, die zu Covid-Zeiten zwangsläufig ins Homeoffice gehen mussten, gibt es jetzt häufig so einen Clash, weil es halt ein Lager gibt, was das total geil fand und halt sagt so, das möchte man eigentlich haben oder vielleicht sogar aus der Stadt rausgezogen ist in der Zeit. Und da gibt es ein anderes Lager, was sagt, ich möchte aber, dass die Leute auch ins Büro kommen. Und sowas zu managen, ist, glaube ich, echt schwierig. Und da kann ich nur sagen, wenn du von Anfang an versuchst, sicherzustellen, dass alle Leute auch Bock drauf haben, remote zu arbeiten, dann macht das vieles einfacher. Ja, und halt auch solche Sachen, wenn du halt dann auch sagst, okay, wir machen sehr, sehr viel remote, da musst du halt auch ganz viele Meetingräume und dergleichen haben und vernünftiges Equipment. Und da haben halt viele gar nicht so richtig darauf reagiert. Also weil bis dahin waren halt wir alle immer im Büro, dann war immer alles okay, dann saß man in einem Raum und plötzlich brauchst du halt ganz anderes Equipment. Da haben, glaube ich, auch einige noch gar nicht so richtig darauf reagiert. Paul, das war super, super spannend. Und ich habe ja gesagt, viel länger als eine Stunde machen wir eigentlich selten. Und wir sind gerade ziemlich genau bei einer Stunde angekommen und fühlte sich ehrlich gesagt gar nicht so an, dass es schon so lange ist. War ein super guter Einblick. Haben wir irgendwas vergessen, was du uns noch mitgeben willst? Also bei Silicon Valley Bank haben wir gar nicht gesprochen, aber wir hatten letzte Woche kurz dazu gechattet. Hat euch, glaube ich, gar nicht so sehr beeinflusst, hast du auch gesagt, ne? Nee, aber es war, kurz mal, war, ne? schon wild, ne? Wenn man sich das überlegt. In den zwei Wochen einmal komplette Talfahrt und dann läuft es auf einmal auch wieder weiter. Also jetzt weniger aus einer Business-Perspektive für uns, aber einfach so als Mensch da mal mit drin zu sein, fand ich schon spannend. Habe ich so auch noch nicht erlebt und hätte ich mir auch nicht so vorgestellt. Naja, 2008 warst du halt auch noch wirklich wahrscheinlich in der Schule. Weißt du, in welcher Klasse du warst? Irgendwie in der 11 oder 10 oder wo auch immer. Ja, genau, da hast du möglicherweise Frau Merkel und Herrn Steinbrück mal gesehen, aber möglicherweise gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das damals schon sehr bewusst wahrgenommen und damals ist eine ganze Menge passiert. Also das war ein Zeitpunkt, wo ich dann damals entschieden habe, aus der Sparkassenfinanzgruppe auch auszusteigen und mal in die Startup-Welt zu gehen, weil plötzlich dann das Jahr später ist wirklich ganz viel passiert und die Leute haben gesagt, okay, wir machen... Da entsteht gerade ganz, ganz viel, weil Leute sind ja auch entlassen worden 2008. Ne? Es gab ganz viele Menschen auf dem Markt plötzlich. Das haben wir jetzt ja zum Glück nicht gesehen. Oder vielleicht kommt noch was nach, vielleicht halt da noch was nach. Aber in der Tat 2008 war ja wirklich ein Bruch. Und in den Jahren 2009, 2010 waren plötzlich ganz viele Menschen unterwegs und haben gesagt, wir müssen auch ein paar Sachen neu denken und neu machen. Ne? Und da kamen natürlich noch ein paar technologische Sachen dazu, wie Mobile. Also das iPhone war ja gerade kurz davor gekommen, wo du plötzlich ganz neue Modelle gedacht hast. Also vielleicht haben wir diese Punkte jetzt auch. Vielleicht ist es dann irgendwie dann doch sehr viel mit dem Thema DeFi und Digital Assets, was ja irgendwie gerade so einen Inflection Point bekommt. Let's see. Also können wir, glaube ich, in 10 Jahren drauf gucken, ob das gerade irgendwie ein Punkt war, der dann wirklich was verändert hat, auch für die Industrie. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Und ich glaube, damit können wir auch fast schließen, mit Sicherheit eine spannende Zeit im Fintech-Bereich unterwegs zu sein. Total. Paul, ich danke dir. Hat Spaß gemacht und drücke euch die Daumen, dass ihr da weiter super erfolgreich unterwegs seid. Ist ja schön, dass auch solche Modelle dann in Deutschland wieder entstehen und ihr einen europäischen Weg vor euch habt. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.